A jeda is a spanner. Ich bin ein Reichenhaller und bei uns gibt's sowas nicht. Wir bippeln zwar da oder Homosexualität. Nein, im Landkreis Berchtesgaden gibt's gerade anständige Leute. Wir machen's nur im Finstern und schämen uns dabei. Trotzdem steht meine Nachbarin tagtäglich in der Früh um 9 Uhr am Balkon drum mit Sonnencreme eingeschmiert. Sie möchte ja nahtlos braun werden, drum steht's da ohne Gewand. Und rund am Zaun steht's ganze Dorf, wir zufällig beieinander. Ja, leider, jeder ist ein Spanner und spannt so viel, wie es geht. Der eine spannt's gerade früher und der andere, der spannt's halt nicht. Auf, ich muss ja heute auftrauen, stören mit meinem Musterungsbescheid. Letzte Woche hab ich ihn gekriegt und ich hab mich nicht recht gefreut. Ja, dass ich nicht gut beieinander bin, jeder Doktor sieht das gleich. Meine Bandscheiben haben sich gefressen und meine Lunge, die pfeift. Trotzdem, Blätter, zieh die aus und dann buchst die aber schnell. Und er bohrt mir rein mit Finger, Sakrament, ist tut weh. Dann muss ich zinken, ihr beim Macher Blutdruck 70, 290. Ich lauf ganz blau im Gesicht, Tauglichkeitsgrad Stufe 1. Ja, leider, jeder ist ein Spanner und spannt so viel, wie es geht. Der eine spannt's gerade früher und der andere, der spannt's halt nicht. Ich kenn keinen, der wo sie wegtrat, wenn er an der Isar geht. Und dann flauchert drum ein Dirndl nackert in die Fluten steht. Auch hab ich bis jetzt keinen getroffen, der viel Teufel schreit und kotzt. Wenn's am Eisbach wie die Haring nackert flackern in der Sonne. Wer schaut weg, wenn sie die Kellnerin ganz freundlich überbuckt? Und ihr Dirndl gewandt viel zu eng ist, dass ihr das Herz gescheit ausdrückt. Oder wem von euch wird's schlecht, wenn er ganz so schöne sieht? Der die Nussi blusen wie der zweite Haut am Busen pickt. Ja, leider, jeder ist ein Spanner und spannt so viel, wie es geht. Der eine spannt's gerade früher und der andere, der spannt's halt nicht. Neulich hat mir auch nicht gesagt, dass ich alte Drecksau bin. Und das Recht hat, hab ich auch die letzte Strophe für sie geschrieben. Auch ihr Frauen schaut euch ganz gern mal ein nackertes Mannsbild an. Haare auf der Brust sind recht gefragt und Muskeln sowieso. Wer von euch, das schreckt ihn nur, wenn's in die U-Bahn runtergeht. Und ein Typ mit offenen Hosentierl an der Ecke steht. Ganz im Gegenteil, man gefreut sich und das Wegschauen fällt schon schwer. Das Piperlzorn ist nimmer das, was früher einmal war. Und da spannen auch die Frauen, dass ohne Spanner gar nicht geht. Die eine spannt's gerade früher und die andere, oder Pech, die spannt's halt nicht.